Hallo, ihr Händler von der Trading Front. Salve, Servus und Hallo. Christian Schlegel hier. Wir haben den 10. März. Es ist Mittwoch. Wir haben 18.40 Uhr. Es geht hier um den DAX, die aggressivere Variante. Und vor euch liegt jetzt also ein relativ langer Chart. Der kommt vom, was ist das, Juli letzten Jahres. Deswegen, ich drösel den direkt mal ein bisschen auf. Diesen ganzen Teilbereich, den können wir jetzt erstmal abhaken. Brauchen wir erstmal gar nicht. Deswegen gehe ich hier rein, sodass man es richtig schön sieht. Hooray, wir haben es endlich geschafft. Dieses Vierfach-Top, wir sind hier im Tageschart, ist endlich rausgenommen worden. Das war so wichtig, das habe ich jetzt seit Wochen gepredigt, dieser Mist muss endlich mal raus, weil es war zu offensichtlich, ach, der Markt ist zu hoch und so, da müssen wir doch mal ein bisschen fixen, ein bisschen Short gehen, ein paar Puts kaufen. Ja, und dann kam diese Kerze, sensationell. Richtig schön durch, wunderbar. Drei Tageskerzen, weiß und ordentlich, das sind also ganz grob 500 Punkte vom Anlauf, den er genommen hat. Finde ich super. Das war das, darauf habe ich immer spekuliert, dass das nochmal kommen wird. Ich hätte sogar einen Fünffach-Top in Kauf genommen, aber egal, jetzt haben wir es und wir sind drüber. Wie sieht es vom Tageschart aus? Im Prinzip positiv, da ist nichts irgendwie zu sagen. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man so eine Art Zielzone machen kann. Ich mache mal Folgendes, ich lege hier mal einen Kanal an. Von hier, hier rüber und an das Hoch zwischen den unteren Berührungspunkten. Da sind wir da. Da sagt mir mein Kreuz sagt mir 14.625 als Widerstand. Ja, da streite ich mich jetzt nicht im Punkt. Das ist durchaus ein Trendkanal, der Bestand haben kann. Die 14.497 war ein Punkt, auch von Fibonacci hier. Und die 14.590 erst recht. Das ist hier oben, 14.590, da sind wir ziemlich genau da, wo ich sagte. Das kann er ausfüllen. Der kann sogar noch mehr ausfüllen. Ihr seht die Bänder. Beide gehen auf, weil das durch diese schnelle, wir hatten hier enge Bänder, durch diese schnelle Bewegung geht das Band auf. Nach beiden Seiten. Ich sehe hier nicht, dass das der Bewegung entgegengesetzte Band irgendwie die Richtung ändert. Ich sehe es nicht. Ich habe es nicht. Wir sind positiv über das MACD. Wir sind natürlich heftig überkauft über die Stochastik. Aber hey, wir sind auf einem All-Time-High. Da muss das so sein. Von daher grundsätzlich alles in Ordnung. Ja? Der DAX-Schlusskurs auf Xetra war heute 14.540. Wir sind gerade mal 12 Punkte runter. Das ist Pillepalle. Also der hat noch Platz. Ja. Und ich möchte in diesem Zusammenhang unbedingt nochmal auf das hier verweisen. Im Chat, DAX-Trader von Finanzen.net, sage ich das immer wieder. Bei dieser Aufwärtsbewegung war der Freund hier permanent um die minus 60. Permanent. Du hast richtig gesehen, wie die Leute gesagt haben, oh, das ist ja zu schnell, zu viel, zu hoch. Nö, ist es nicht. Der Markt macht das, was er will. Und das ist sensationell hier. Das hat also jetzt im ganzen Jahr... Seit 1.1. funktioniert das hervorragend. Ja. Das war meistens so irgendwo hier. Und das Ding ist gestiegen und gestiegen und gestiegen und gestiegen und gestiegen. Guckt euch das an. Im TraderFox ist wunderbar. Das findet man oben unter Sentiment. Ja, EUVAX-Sentiment. Also ich finde es super. Für mich ist das eine Riesenhilfe. So, jetzt gehen wir mal auf die 4 Stunden. Also Tag ist nach wie vor positiv. Da kann ich nicht meckern. 4 Stunden. Die Bänder gehen fett auf. Erst ab hier... Das war da. Gibt es dann, heißt es dann entweder seitwärts oder leicht negativ. Ja, das war jetzt sogar ein bisschen mehr als seitwärts. Das ging sogar noch ein bisschen hoch. Aber es ist nicht dramatisch. Ich mache mal den Trendkanal ein bisschen zurück. So. Wir sind leicht negativ über die 4 Stunden und auch sowohl im MACD noch nicht, auch wenn es kippt, noch nicht über die Stochastik. Das heißt, der hat auch noch Platz. Auch hier gilt der Trendkanal durchaus als interessant. Ja, also es ist positiv. Also ich kann da nicht meckern. Und jetzt kommen wir auf die Stunde, da sieht es nämlich ein bisschen anders aus. So, das sind diese Eier vom Bollinger Band. Das sind sozusagen Bollingers Eier, auf die ich gerne schaue. Ja, auch hier, da dreht es dann ein, erstmal für ein paar Stunden seitwärts. Und letztendlich gilt diese Seitwärts immer noch. Ja, von daher, dann nähern sich die Bänder an.
die hier sehr weiten Bänder nähern sich an und dann muss man halt neu überlegen, was dann da passiert. Von den Bändern her sind wir ohne Aussage, ja, über 10, über 20er gleitenden Durchschnitt SMA, Simple Moving Average. Wir werden leicht negativ über das MACD, aber auch nur leicht. Wir sind noch im überkauften Bereich von der Stochastik, aber nur mal als Beispiel, die galt hier auch als überkauft. Ja, aber dann entstehen neue Trends, dann geht das Ding einfach hoch, dann ist die Stochastik völlig überfordert. Also was ist meine Meinung? Ich glaube, dass wir im Bereich 14.570 bis 90 einen fetten Widerstand haben. Da geht er nicht so ohne weiteres durch. Der Junge hat jetzt einen ordentlichen Schluck aus der Pulle genommen und ich tendiere dazu zu sagen, okay, vielleicht füllen wir das hier noch aus. Irgendwo im Bereich 14.600, sehr, sehr gut möglich, 14.630. Aber auch ich habe jetzt angefangen, die ersten Puts zu kaufen. Die ersten Puts, das ist ungefähr ein Fünftel dessen, was ich haben will. Ich nenne das immer wieder, die Leute, die bei mir die Webinare machen, die Schnüffelstücke. Wenn ihr nur auf den Chart schaut, dann seid ihr nicht drin, der zieht euch nicht rein. Aber wenn ihr nur einen Pizza-Trade macht, einen Döner-Trade, 50 Euro, 100 Euro, 1000 Euro, was auch immer für euch ein Döner-Trade ist, dann werdet ihr angezogen von dem Chart. Dann werdet ihr wachsamer. Ihr merkt, wie irgendwann irgendwo was gekauft oder verkauft wird. Ihr kriegt das Messer mit. Ihr seid einfach mittendrin im Geschehen. Das ist das, was ich als Schnüffelstücke nenne. Und ich habe dieses Schnüffelstück gekauft. Ein Fünftel dessen, was ich haben will. Ich bin weit weggegangen. 15.066. Das ist für mich sehr weit. Aber da habe ich Ruhe, das stört mich nicht. A ist eine kleine Position, B ist weit weg. Sollte die jetzt gestoppt werden, über Nacht, durch irgendwas, ja, Kismet. Aber ich gehe davon aus, dass ich werde ab 14.600 die nächsten kaufen und dann alle 75 Punkte nach oben, weil das wird er sonst nicht durchhalten. Das glaube ich nicht. Tendenziell ist für mich diese Marke hier, die das Vierfach-Top war, ja, bei 14.165, das ist eigentlich die, auf jeden Fall jetzt eine Unterstützung und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann das, was ich auch mal nenne, Back to Breakout, dass wir das bekommen werden. Ein Back to Breakout, ich kann jetzt so nicht sagen, ist das jetzt nächste Woche, ist das übernächste Woche, weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir gehen da mindestens nochmal runter, muss man schauen. Grundsätzlich finde ich Wochenchart, Monatschart zu hoch, aber das gehört nicht in den Mittwoch-DAX, das ist in dem Wochenend-DAX. So, und hier sind die Scheine. Wenn einer der Meinung ist, wir füllen das nicht nur aus, wir gehen vielleicht hier noch drüber. Ich bin da ein bisschen vorsichtig. Ich bin jetzt auf diesem Niveau sehr verhalten. Dann würde sich das hier anbieten. 13.990er. Da sind wir sogar unter dem 200er gleitenden Durchschnitt auf Stundenbasis. Wir sind hier unten irgendwo da. Das ist absolut sinnvoll. Ist momentan 27er Hebel. Ist die GH2Y8S. Gustav Heinrich 2Y8 Siegfried. 13.990. Gucken wir auf den Chart. Da drösel ich den Chart noch mal ein bisschen auf. So. Ich würde den Chart auf jeden Fall nicht nur hinter den Kanal dringen, weil ich gehe davon aus, dass die Shorts einfach noch nicht genügend hecheln. Ja, es ist noch Platz. Den muss ich höher nehmen, so im Bereich 14.800, 850, 900. So. Und da muss ich auch den Hebel dementsprechend erhöhen. Jetzt muss ich hier, das passt doch. 14.877. Also es ist ein Open-End-Schein von Goldman Sachs. Der hat momentan 42er Hebel und das ist die Kennnummer GH09D7. Ja, Gustav Heinrich 09 Dora 7. 14.877, da sind wir hier. Das ist noch nicht so weit. Also ich habe die Erfahrung gemacht, diese doch sehr schnellen und volatilitätsstarken Märkte, da ist 4 Stunden zu spät. Aber wenn die 4 Stunden mir ein Verkaufssignal geben sollte, dann schaue ich gern zum Feintuning auf die 1 Stunde. Wenn die 1 Stunde, ich gehe nochmal, das ist ja hier die 1 Stunde, wenn die dann hier unter die 80 bröselt, mit Schlusskurs, das ist wichtig, nicht während der Stundensequenz mit Schlusskurs, dann nehme ich den rein. Und somit wünsche ich euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye, ciao.